Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Make ADC Great Again. Ja, mir wird schon seit Wochen gesagt, wie OP Cassio ist, deswegen wird es Zeit, sie jetzt endlich Botlane zu spielen. Alright, hat mir wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber wir lassen uns davon nicht unterkriegen. Ich habe mich auch schon optimal vorbereitet. Guck mal, der wird sterben. Der Misch ist auf jeden Fall schon mal solid. Alter. Mann, ich fühle mich ja useful hier unten. Das Gefühl kenne ich gar nicht. Wir gehen für den Q-Max. Das sagt die Mitte so voraus. Nach dem Nerf weiß ich nicht, ob das noch gut ist. Aber es sind ja nur die Mana-Kosten ein bisschen hochgegangen. Also ich denke, das ist immer noch solid. Aber mit neuen Champions ist man immer relativ darauf konzentriert. Oh nein! Ah! Ich wollte gerade sagen, man ist konzentriert darauf zu lasten. Ei, das war leider gar nicht so schlecht gespielt von den Gegnern. Ich sag das sehr ungern, aber... So, E. E. Scheiße. E. Nice try. Die haben wir safe. Die haben wir komplett safe. Die haben gar keine Ahnung, was hier mit ihnen geschieht. Warum pushen die denn die Wave nicht? Sind die komplett getarnet? Ja. Come on. Ja. Ja. Scheiße. Ah, du Ult? Alter. Okay, das lief jetzt eigentlich ganz anders als geplant, aber was ist denn mein Schaden, bitte? Mir fällt es mit so einem Champion wie Cassio schon wieder voll schwer, aktiv viel zu reden, weil ich halt einfach die ganze Zeit darauf konzentriere. No? Wer ist er denn? Wer denkt er denn, wer er ist? Alter, mein Schaden ist so... What the fuck? Ich treffe ein Q halbes Leben. I like it. So, Turret-Plating. Der will mich engagen. Ich weiß, dass er mich engagen will. Ja. Ja. Ich sag mal, rustikal, aber hat funktioniert. Aber bisher erste Bilanz. Ist auf jeden Fall ganz geil und der Champion ist auch gar nicht so schwer, wie ich immer erwartet habe. Also ich habe sie jetzt natürlich schon mal gespielt, so ist jetzt nicht, aber irgendwie, wenn ich Cassiopeia-Spieler sehe, so rum, denke ich mir immer, Alter, die sind ja komplett insane. Aber es ist halt einfach nur E. Ich zeige euch das mal. Guck mal. E. Großartig gespielt von mir an der Stelle. Den habe ich doch. Brauch keine Schuhe, um dich zu töten. E. Ey, holy shit, Alter, mein Schaden ist wirklich hoch. Ich bin wahrscheinlich wieder late zu der Party. Cassio seit 6 Wochen OP. Aber besser spät als nie, Leute, ne? Wer ist er denn? Das war natürlich jetzt ungünstig. Hätte man vielleicht auch die ultimative Fähigkeit aktivieren können? Es sind jetzt auch Tankier, die Türme, ne? Mal gucken. Oh, merke ich jetzt nicht so viel von. Ich hätte direkt ulten können, ne? Er kommt ja hinter mir. Scheiße. Ja, da merkt ihr, der EQ ist doch nicht hoch genug für sowas. Ich krieg dich noch. Oh, scheiße. Ja? Oh, fuck. Ja, ich sag mal, die Ultimate war ganz gut. Der Rest... war durchaus noch ausbaufähig. Deswegen war es ja auch nur ein Kill im 1 gegen 2, ne? Hätte ich da jeden Spell getroffen, wäre es natürlich der Double Kill gewesen. Guck mal, ja, also ich weiß, du willst mich. Ah, das mit dem W ist irritierend, ne? Dass die Range fest ist, dass man die Range von dem W nicht anpassen kann, das triggert mich irgendwie schon. Oh, scheiße! Huch! Ja. Da sage ich nicht nein zu. Gut, man hätte jetzt vielleicht auch auf die Minimap gucken können. Aber was ist schon eine Minimap? Alter, mein Damage ist ja komplett crank. Schöne Sache. Oh, Entschuldigung. Ja, da bist du ganz schnell mal weg. Haben wir den? Ich habe keinen Mana, aber... brauchen wir Mana für den? Nee, guck mal. Amumu hat Ult. Der trifft jetzt einen geilen Q. R.
Er. Schade. Amumu, I'm coming! Den haben wir, den haben wir. Guck mal, was denkt der, wer er ist? Seine 70 MR, glaub. Ich glaube, die beschützen ihn. Nee. Ja, nice try. War dann eher weniger knapp. Ja, wo willst du hin, Zed? Oh, willst du etwa dashen? Dashen ist nicht! Ja. Na. Ich sag mal, es war wieder eher so ein rustikaler Teamfight. Nee, nicht übertreiben, Leute. Wir wollen nur den Turm. Oh. Ja, der wollte dann eher mich. Ich glaube, ihr sterbt gerade alle. Ich glaube, ihr sterbt jetzt alle. Ihr seid alle tot. Ei. Ja. Das war eher suboptimal. Weißt du, die denken jetzt, ach, wir sind ja safe. Wir haben ja Dashes. Und dann komme ich und drücke W. Scheiße. Man hätte den W auch treffen können. Wenn ich einen Q treffe, dann ist Armageddon. Wenn nicht, lachen die Gegner schon relativ hart. Also einfach so auf dem Set rauflaufen ist, glaube ich, schon schwierig, weil der halt mit Ghostblade, W, Ult, E, M, M, F, G halt eine Menge Movement Speed und Mobility hat. Ich glaube, ich muss halt wirklich einfach mit meinem W, der hat halt so viel... Ja, wobei, sehen Sie? Oh, ich dachte, der hat Cooldown. Was ist das denn? Oh, der Echo, willst du wissen? In Fachkreisen nennen wir das Hard-Int. Oh, aus irgendeinem Grund funktioniert es einfach. Ja, guck mal, ihr braucht mich doch gar nicht. Ihr braucht mich doch gar nicht. Easy game. Oh. Nicht tot? Alter, was? Das war so ein richtiges Panik-Sonja. Es muss nicht unbedingt sein. Aber irgendwie ist es ganz schön schwer. Also ich glaube, dass wir das Game richtig, richtig easy gewinnen, wenn wir einfach nur teamfighten. Aber irgendwie, ich weiß nicht, irgendwas hält uns davon ab, die einfach nur zu fighten. Eieiei. Ja. Oh. Ei. Aber ich komme. Ich bin da, Leute. Ich bin da. Keine Sorge. Papa kommt. Papa ist vorbei. Papa ist unterwegs. Haben wir. Weiter geht's. Schön. Mann, gegen Zed macht echt keinen Bock. Weißt du, Cassiopeia-Mains denken sich jetzt so, Alter, wie scheiße bist du denn? Aber irgendwie, ich weiß nicht. So, jetzt aber, Leute. Wir gehen jetzt zu 5 Mitte runter, knallen den einfach die Hütte kaputt und dann gewinnen wir dieses Spiel easy going, okay. Oh, Leute. 5! Das ist die Zahl mit dieser... Oh boy. Guck mal hier. Halbes Leben weg. Großartig. Guck mal hier, R. Drück ihn. Drück es. Drück doch R. Oh Mann. Oh. Er hat doch R gedrückt. Oh ja, haben wir. Oh, er hat mich getrollt. Der Pisser. Oh Mann. Ey, das ist so belastend, dieses Game. Ey, wie können wir das verlieren? Ich verstehe es nicht. Wie verlieren wir dieses Game? Ich meine, man muss sagen, im Teamfight ist Cassio auf jeden Fall nochmal ein bisschen schwieriger zu spielen. Das gebe ich zu. Gerade wenn du 5 Champions hast, die einfach nur deine Fresse laufen wollen, ne? Das muss man schon sagen. Ist trotzdem nice. Also ich glaube, die werde ich jetzt nicht zum letzten Mal gespielt haben. Ich glaube, auf Botlane hat sie auf jeden Fall Potenzial, auch wenn der Yasuo und der Pyke jetzt nicht die Ultra-Champions waren, ne? Die waren jetzt nicht ganz so talentiert. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, meine Freunde. Ich hätte gern gewonnen. Das sage ich mal so, ne? Haut rein. Und bis zum nächsten News. Tschüss.